Koko Brato, sie sind Bullen fliehen! Wenn Sascha ballert auf Codein! Hallo, ich meine lieben Freunde und willkommen zum Part Number 2. Keiner so fly wie die Man bei der Crew. Sie nennen mich Captain Baloo. Was willst du mit deinem schnelleren Zug? Wenn du nur auf den Gleisen bleibst, die sagen, wir passen nicht ins Game. Aber von uns kommt doch keiner rein. Oder will auch keiner rein oder so. Ja, hi Leute. E-Beams. Und wir spielen heute wieder Mädchen 2. Yay, yay. Schöne Grüße an der Stelle an Marlboro, ich liebe dich, Alter, ich bin süchtig nach dir, mein geliebter Bruder. Jo, vielen Dank erstmal für das Feedback auf das gestrige, wahrscheinlich gestrig, auf das letzte Video, auf das letzte DE-Video. Wieder 300 Likes, knapp 3000 Views jetzt nach ein paar Tagen, ist auf jeden Fall ehrenhaft. Was noch viel ehrenhafter ist, sind eure wunderbaren Kommentare, die ihr mir in die Kommentare gedödelt habt. Natürlich habt ihr die Kommentare in die Kommentare geschrieben, weil wohin wollt ihr die auch sonst hin tun? Mit diesem Trank sammelst du in 3 Stunden Spielzeit 100% mehr Erfahrung. Damn, Homie. Immer noch der Man, Homie. Dauernd unterwegs. Kick, catch me if you can, Homie. Yo. Okay, cool. Erstmal gucken, ob mein Mikrofon gut gepegelt ist. Ja, auf 88. Das sollte passen. Jo, wir werden einfach wieder ein bisschen chillen, ein bisschen leveln, einfach, hat eigentlich keinen Sinn, was wir hier machen, aber just for the fun, just for the lols, einfach mal den zweiten Part jetzt auf den Nacken. So, vielen Dank natürlich an die Unterstützung der Gameforge an der Stelle und die 500 Euro, die ihr mir überwiesen habt, nicht. Und ja, ich würde sagen, wir dödeln jetzt einfach hier ein bisschen rum, weil ich habe im letzten Part einfach richtig lame wie so ein Gargo bei diesen Wildhunden gelevelt, obwohl man jetzt hier diese OP-Waffen hat. Deswegen ein bisschen behindert, deswegen werden wir jetzt hier leveln. Wir können wahrscheinlich auch schon ganz woanders leveln, bei den Bären oder so, aber Junge, es juckt mich einfach gar nicht, was hier passiert, Alter. Ich mach das nur für euch mache ich das. Und um meinen Instagram-Account zu promoten, das hat auch ein Sherlock in den Kommentaren geschrieben. Ich will auch ein bisschen auf die Kommentare gleich eingehen, ein bisschen was vorlesen, was ihr geschrieben habt und so. Ich werde es wahrscheinlich nicht einblenden, weil ich keinen Bock drauf habe, aber ich werde es vorlesen und drauf eingehen. Das ist doch schon mal cool, oder? Okay, cool. So ein Umhang wäre jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, erstmal checkt mein Instagram-Account ab. Sascha-WE96, ganz, ganz wichtig, das abzuchecken. Finde ich echt übel fresh. Einige haben es gemacht, so 10 Leute oder so. Ehrenmänner, ich liebe euch alle. Ich küsse eure Augenglieder und Lider und eure Glieder natürlich auch. Und ja, macht auf jeden Fall weiter so, checkt das ab, ist echt nice. Und das ist einfach mal ein Mädchen, Digga. Sollen wir dem mal klatschen? Soll ich den Hurensohn mal klatschen? Wie ich mit den 2DE kenne, werden wir doch locker 10 Selis droppen, oder? Und eine Spinnenbaroness wird da rauskommen. Echt, den können wir eigentlich sogar wirklich in diesem Part klatschen. Ja, komm, wir klatschen einfach diesen Matt hin. Wenn wir es packen. Ich glaube, irgendwann kommt schon ein bisschen viele Mobs und wir haben ein bisschen wenig TP und so. Und nebenbei lese ich einfach ein paar Kommentare vor. Also fangen wir mal an im Top-Rating. Da ist natürlich Sardalu, aka Amir, aka Ehrenbruder. Er schreibt, HDF, Junge, als ob du nochmal anfängst, hat 17 Likes. Ja, Bruder, siehst du doch, hat das zweite Video schon auf den Nacken gepimmelt. Dann schreibt Maverick, was ist da los? Spiel lieber Prios. Und ich habe im letzten Video gesagt, yo, gibt's überhaupt noch irgendwelche Dudes, die mit den 2DE... Ah, Digga, diese Mobs, verpisst euch, Junge! Die mit den 2DE aktiv machen. Und natürlich ist Maverick noch am Start, ne? Man kennt ihn. Den mageren Mindestlöhner. Maverick, ich fühle mit dir. Aber geh auch ein bisschen ins Gym. Ich kenne deine Statur. Ich war genauso. Daran muss man arbeiten. Ne? Man muss kräftig werden wie ein Körperkrieger. Jeje. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Ich lese jetzt einfach ein paar random hier vor, Alter, weil es cool ist. Checkt auch meinen Twitch-Kanal in der Beschreibung. Haben auch nicht so viele gemacht, ich glaube 50 Leute oder so. Kann ich aber auch verstehen. Die meisten Leute werden kommen, wenn der Stream dann am Start ist, damit man den Namen da sieht und so. Ich sehe auch aus wie ein Penner, war schon 10 Tage nicht mehr duschen, aber sah keinen. Und ja, dann hat noch jemand geschrieben, damals noch Prometheus, du Hurensohn, Beziehungsstatus Endstation mit Laucharmen im Tanktop und jetzt breiter als sein Krieger himself. Stabiles Comeback. Korrekt auf jeden Fall. Danke für die Props. Ich wollte jetzt auch nicht primär irgendwie pushen mit meinen Gains oder so, vielleicht ein bisschen, weil man ist ja schon stolz auf das, was mit seinem Körper passiert und so, und ich finde es auf jeden Fall, ja, als ob dieser minderwertige Drecks-Mindestlöhner-Rotkeiler mich jetzt noch umwächst, Alter, wo kommen wir denn da hin, Mann? Aber ja, ist auch auf jeden Fall auch eine coole Erinnerung, ich habe auch letztens mit so einem Homie gechillt, der auch weiß, dass ich YouTube mache, schöne Grüße an Basti an der Stelle, und da habe ich mir auch so gedacht, yo, wäre eigentlich voll cool, mal so die alten Videos wieder anzugucken, wie jetzt zum Beispiel jetzt hier der Ken Kaneki, stabiler Name, geschrieben hat mit Prometheus, du Hurensohn, Beziehungsstatus Endstation, das ist schon so lange her und ich sterbe schon wieder, ja moin. Das ist eiskalt, ich glaube 4 Jahre oder so her, 3 Jahre auf jeden Fall safe. Und finde ich auf jeden Fall krass, wenn Leute von damals einfach immer noch am Start sind und sich an sowas erinnern. Das wirkt bei mir schon ein bisschen Gänsehaut. Also jetzt in diesem Moment werden wirklich meine Nippel steif.
Ohne Scheiß, ich zeig das jetzt einfach. Also ich ziehe jetzt nicht von oben runter, sonst seht ihr meinen Speckbauch. Aber guck, ja, sieht man eh nicht, aber der Nippel ist gerade wirklich steif, Alter. Nur weil ich das gerade gesagt habe. Real shit, Alter. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch richtig Bock, da anzuknüpfen. So die Leute, die mich wirklich noch feiern von früher und so. Euch wieder zu unterhalten auf Twitch. Das wird richtig gechillt. Und ich habe ja schon zwei, dreimal gestreamt und es war auch immer mega lustig. Sind voll funny Guys unter euch und so. Das wird eine richtig coole Zeit und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und diesen Meeting werden wir auf jeden Fall in diesem Part unboxen. Das sind so krasse Erfolge hier schon wieder. Ich habe euch natürlich wieder ein feinstes Farmtape der Woche zusammengeschnitten. Man kennt ihn. Ist wahrscheinlich auch das Einzige, was ich diese Woche an Meeting 2 spiele. Deswegen kommt das sogar realness-mäßig gut hin. Yeah. Und ja, machen wir weiter, Leute. 4 Monate weg und immer noch die Kippe in Videos. Nice Video. Ja, man kennt ihn, Alter. Scheiß Suchti. Schöne Grüße an dich. Weg, Dix. Keine Ahnung. Shadow Meeting 2 schreibt: Zock mal Meeting 2 International mit Cranky. Capone wäre nice. Der Server ist seit einer Woche, glaube ich, on. Ja, Digga, ich habe Cranky direkt informiert, direkt WhatsApp geschrieben. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Ja, moin. Multitasking ist real. Ich muss wenigstens potten nebenbei. Also, voll viele haben auch geschrieben: Yo, ich hab dich voll vermisst. Endlich bist du back und so. King is back. Boss is back. So ein Stuff. Auf jeden Fall nice und ihr habt einfach vollkommen recht. Ich werde das Twitch-Meeting 2 Livestream-Business in meine Hände nehmen und auf ein neues Level pushen. Weil ganz ehrlich, es gibt auch, glaube ich, gar nicht so viele Meeting 2-Streamer und da werde ich schon einer von den Nice Guys sein und ich werde das schon übernehmen. Ich werde es einfach übernehmen, so Standy und so. Digga, er kann nach Hause gehen, Alter. Ich übernehme sein Business. Du bist jetzt im Business, bitte vergiss nicht. Die Eltern von den Kids finden den Shit nicht witzig. Witzig, Bitch, chill, Bitch. Mal alles, sie killt mich. Ich bin nicht Deutschlands Will Smith. Ich will's nicht, doch sie zwingen mich. Beleidigen Mütter, ich mache es nicht, weil seine im Himmel ist. Sheesh. Okay, weiter geht's. Erstmal die Mobs hier wieder umprügeln. Ich glaube, die meisten Leute haben gar nicht damit gerechnet, dass jetzt einfach noch ein Video kommt. Aber ich bin einfach original gerade nach Hause gekommen, habe noch nichts gemacht, außer eine Kippe geraucht, bisschen meine Müllermilch gesippt und schon wieder keine 50.000 Euro gewonnen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und dann einfach direkt hier, keine Ahnung, ich hätte einfach Bock drauf wieder. Ihr habt mir Motivation gegeben und jetzt mache ich das einfach. Scheiß auf Metin, scheiß auf alles, Alter, aber ich mach's für euch. Für die Fans, für die Fam, für die Gang. Hashtag für die Gang in die Kommentare, wenn ihr ein Gangmitglied von mir seid. So, wir werden diesen Mädchen auch tatsächlich in diesem Video schaffen. Ich hau jetzt hier noch einen grünen Pot rein, weil es mich einfach gar nicht juckt. So, pushen wir noch ein bisschen TP. Und ich kann ja gar nicht potten, weil ich die ganze Zeit auf dem zweiten Monitor bin. Er schreibt gleich gekommen. Der Base Jump 2201. Alter, wieder gestorben, Mann. Schreibt einfach: Sascha, du siehst original aus, als würdest du gerade aus dem KZ kommen. Und da frage ich mich: Ey, Digi, ich bin der Arier vor dem Herrn. Warum sehe ich so aus, als würde ich gerade aus dem KZ kommen? Check hier, bin ich und direkt nochmal zwei Bots gönnen, weil es mich wirklich nicht juckt. Wie gesagt, gar nicht. Juckt mich nicht, Digi. Juckt mich nicht. Und schon wieder tot, Bruder. Ich gönne mir jetzt gleich direkt noch einen Trank, weil es mich nicht juckt, Digi. Es juckt mich nicht. Und ganz ehrlich, für den Drop, den wir jetzt hier aus diesem Mädchen rauskommen, wird sich das eh zu 100% lohnen, Bruder. Ich werde jetzt direkt einen Aura-FB droppen. Wenn ich jetzt einen Aura-FB droppe, spiele ich auf dem Ewig-Mädchen 2 und ziehe mich jetzt nackt aus und nehme meinen eigenen Schwanz in den Mund, Alter. Das kann ich euch sagen. So, erstmal kurz hier weglaufen. Wir haben gerade echt viele Mobs im Nacken. Pots gehen auch langsam. Digga, die One-Hitten mich ja. Muss ich die Mobs rauspullen? Damn, Homie. Immer noch der Man, Homie. Da unten unterwegs. Kick a catch me if you can, Homie. So, was machen wir denn jetzt, Alter? Ja, komm mal mit, ihr Mobs. Ich hau mir hier nochmal einen Pott rein. Komm, ich will noch einen. Aber man kann nur einen. Ach komm, ich kämpfe jetzt. Ruf zu den Waffen. Soll ich wieder weglaufen? Yeah, keine Pots mehr. Und jetzt bam, 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 Junge. Wer ist der Baba hier im Bus, Alter? Babobus. So, let's go. Jetzt pushen wir nochmal TP. So, der Mädchen hat sich bestimmt jetzt wieder ein bisschen gereckt. Immer auch wieder ganze zwei Pots. Jetzt turn up, Alter. Turn this fucking shit up. Jetzt gehe ich wieder auf meinen zweiten Monitor und sterbe wieder. Was haben wir denn noch hier so? Also echt viele Kommentare, 100 Kommentare oder so. Haben wir noch irgendwas? Vor wir haben auch geschrieben: Yo, ich habe jeden Tag auf deinen Kanal geguckt und so. Mein verlorener Sohn, Sascha ist back. Sascha LP, welcome back. Geil, Comeback auf DE. Wahrscheinlich Comeback 88 von New, dem Ficker. Geh du mal lieber weiter Trailer machen. Kleiner Freestyle. Neuer Elo-Tricks oder was? Habe ich nicht ganz gecheckt. Du lebst noch, endlich Amanakoim, immer noch bei dir, Bruder. Ein Glück, dass ich dich nicht deabonniert habe. Ich küsse deine Art und so. Ich küsse deinen Nacken. Verpiss dich mal bitte, das wird nichts, schreibt auch einer. Und Michelle Alexevana oder so. Ich grüße dich. Ich erinnere mich doch ganz genau an dich. Du hast auch immer meine Rocknada-Videos und so kommentiert. Viele Namen kommen echt bekannt vor. Das ist echt cool, die ganzen Namen wiederzulesen und so, dass ihr wirklich noch am Start seid. Das ist echt sick wie Leukämie. Und kommt ihr Mobs jetzt wieder angelaufen? Ey, die kann ich doch jetzt niemals killen, oder? Komm jetzt, bam, bam, bam. Bam, Digga, batch den Nikolaus, Alter. Und, oh,
Oh nö, Alter, letzte 31er gibt mir jetzt noch hier die Schelle von hinten in meinen Nacken. So, jetzt habe ich natürlich gar keine TP. Der muss mir jetzt einen Schlag geben. Mal gucken, ob ich ihn trotzdem niederstrecken kann. Nee, kann ich nicht, Digga. So, und jetzt? Nee, auch wieder nicht. Ja, moin. Alter, willst du chillen und so? Alter, ich hab Pillen und so. Und so. Und so. Alter, ich und die Pillen. Habt ihr Bock auf ein bisschen MDMA? Ja, ich schon, Alter. Okay, schaffen wir jetzt diesen Mädchen? Ich glaube, da werden locker nochmal Mobs spawnen, oder? Die werden mich jetzt nochmal richtig aus dem Leben ficken. Komm, ich gönn mir noch einen Pot und den auch noch, obwohl ich nur auf der Stelle stehe und gleich eh sterbe. Aber wie gesagt, I don't give a fuck, ja? Theoretisch könnte ich jetzt auch das reinhauen, aber das ist dann doch ein bisschen zu verschwenderisch. Selbst wenn ich wahrscheinlich niemals irgendwie auf über Level 30 kommen werde, werde ich mir das Ding jetzt trotzdem nicht reinsnacken. Was für Level 30? Wahrscheinlich nicht mal über Level 20. Aber vielleicht doch, wenn die Motivation real ist und auf diesem Video wieder 300 Likes sind, maybe. Wenn nicht, dann geht nach Hause, Jungs. Und der Mädchen ist down und das droppe ich, Digga! Oh my god. Ich liebe Metin 2.de. Nicht mal ein scheiß Fertigkeitsbuch mit Level 6 von einem Level 15er Metin. Danke dafür, hat wieder richtig Bock gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Das war's von dem Video. Vermögen. Ja, Bruder, mein Vermögen ist aber schon höher als hier 3.100 Euro. Haut rein, ich liebe euch. Love ya. Checkt mich auf Instagram ab. Ich liebe euch. Love ya! Haha.